Moin Leute, heute möchte ich euch dieses schöne Muster einmal vorstellen. Das nennt sich Kraus rechts. Es wird so als das anfängerfreundlichste Muster überhaupt gehandelt. Ich möchte jetzt von Anfang erstmal auf die Optik eingehen und wofür es so ein bisschen geeignet ist. Dann machen wir einmal Knit-Along, das heißt, wir stricken wirklich einmal ein Strickstück Kraus rechts nach, damit ich euch zeigen kann, wie es wirklich funktioniert. Und zum Schluss gehen wir noch so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile des Ganzen ein. Also, erstmal die Optik. Ironischerweise sieht dieses Strickstück eigentlich aus, als ob es rein aus Linkmaschen bestehen würde, obwohl es ja Kraus rechts heißt. Es sieht auch von beiden Seiten gleich aus. Also sieht es aus, als ob es von beiden Seiten nur aus linken Maschen besteht. Warum heißt es Kraus rechts? Dieses Muster heißt Kraus rechts, weil es nur aus rechten Maschen besteht. Die finden wir, wenn wir das ganze Strickstück einmal auseinanderziehen. Es ist nämlich sehr, sehr dehnbar und auf einmal seht ihr hier zwischen den linken Maschen rechte Maschen auftauchen. Wofür ist es eigentlich gut geeignet? Am besten ist das, finde ich, geeignet für Schals. Einfach nur aus dem Grund, dass es halt beidseitig gleich aussieht und ich finde, sonst bei Schals hat man oft das Problem, dass wenn man sich die um den Hals wickelt, dass es gerade so, also es verdreht sich dann immer ein bisschen, da muss man immer aufpassen, wie liegt der Schal, damit das nicht komisch aussieht. Dieses Problem hat man hier nicht. Es ist sehr dick, weil es halt sich sehr doll zusammenzieht. Ich finde, es ist prinzipiell auch gut für Cardigans oder Pullover geeignet. Man muss immer nur so ein bisschen drauf achten. Das ist halt, es ist halt ein dickes Muster. Also, wie stricken wir dieses Muster? Dafür fangen wir ein neues Projekt an. Wir würden hier jetzt erstmal 10 Maschen anschlagen. Für all diejenigen, die noch nicht wissen, wie man Maschen anschlägt, dazu habe ich schon ein Video gemacht, das würde ich euch einmal verlinken. Und für alle anderen geht es weiter mit dem Kreuzmaschenanschlag hier und damit werden einmal 10 Maschen gemacht. Warum 10 Maschen? Das ist bei diesem Muster wirklich egal. Ihr könnt wirklich beliebig viele Maschen aufnehmen, da das hier um die Reihen geht. Ja, also nicht um die einzelnen Maschen. Das Muster stellt sich quasi nicht aus den einzelnen Maschen zusammen, sondern aus den eigenen, aus den einzelnen Reihen. Es ist hier also egal, ob ihr 10 aufnehmt, 43 oder 275. Ist völlig Lux. Wir stricken das jetzt einmal durch und fangen jetzt hier wirklich einfach an, rechts zu stricken. Für all diejenigen, die noch nicht genau wissen, wie man rechte Maschen strickt, hier habe ich auch schon ein Video zu gemacht, verlinke ich euch einmal. Ich werde das hier trotzdem einmal langsam Stück für Stück durchgehen, da ich denke, dadurch, dass es so ein anfängerfreundliches Muster ist, dass hier auch viele Anfänger mitgucken. Wir stechen also von links in unsere Masche ein, führen hier einmal unseren Faden um die Nadel und ziehen den wieder zurück. Und nehmen die neu geschaffene Masche auf unsere rechte Nadel. Dann wieder von links in die Nadel einstechen, Faden herumwickeln, zurückziehen, auf die rechte Nadel abnehmen. Von links einstechen, Faden herumwickeln, zurückziehen, abnehmen. Von links einstechen, Faden rumwickeln, zurücknehmen, abnehmen. Links einstechen, Faden drumherum wickeln, zurücknehmen, abnehmen. Links einstechen, Faden herumwickeln, zurückziehen, abnehmen. Von links einstechen, Faden herumwickeln, zurücknehmen, abnehmen. Links einstechen, Faden drumherum wickeln, zurück, abnehmen. Von links Faden drumherum, zurück, abnehmen. Links einstechen, Faden drumherum, zurück. So, wem das Ganze hier zu schnell geht. Wie gesagt, ich habe nochmal ein extra Video nur für rechte Maschen gemacht. Und jetzt könnt ihr vielleicht sehen, das lässt sich gerade in der ersten Runde noch ein bisschen schwer sehen, von dieser Seite sieht das Ganze noch aus wie rechte Maschen. Auch wie man eine rechte Masche
von einer linken unterscheidet, beziehungsweise wie man eine rechte Masche erkennt, habe ich in meinem Video zu rechten Maschen gemacht. Hier sieht man, sieht das alles aus wie eine linke Masche. Wir stricken jetzt nochmal weiter. Einstechen, drumherum wickeln, abnehmen. Wieder eine Reihe, nur rechte Maschen. So, also über, jetzt haben wir hier wieder eine, ich muss das immer ein bisschen ziehen, haben wir wieder eine Reihe rechte Maschen gestrickt, die auf der gegenüberliegenden Seite die aussieht wie eine linke Reihe. Wir machen jetzt noch zwei Reihen, dann sieht man das erst richtig gut, finde ich, was das Muster eigentlich ausmacht. So, jetzt haben wir vier Reihen gestrickt und jetzt erkennt ihr, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, dass es sich zusammenzieht. Man sieht hier nur zwei Reihen, obwohl wir hier schon vier gestrickt haben. Das hier ist unsere Anschlagskante von Maschenanschlag, also auch auf dieser Seite sieht man nur die zwei Reihen. Unsere rechten Reihen sind versteckt, die haben sich hier zusammengezogen. So, jetzt gehen wir einmal zu unserem ursprünglichen Strickstück zurück und ich erkläre euch noch so ein bisschen die Vor- und Nachteile dieses Musters. Also, man kann es als Vorteil und als Nachteil sehen, das ist je nachdem, ne, wie man es haben möchte, ist, dass sich dieses Muster sehr doll zieht. Und wenn man jetzt etwas strickt, muss man das mit einberechnen. Das ist, finde ich, für einen Anfänger sehr schwer. Deswegen ich zum Beispiel der Meinung bin, dass es nicht unbedingt ein gut geeignetes Anfängermuster, auch wenn es so leicht zu stricken ist, weil man einfach drumherum viel beachten muss. Wenn ich mir jetzt einen Schal stricke, ja, und ich stricke meinen Schal nach den Angaben, man sagt ja immer ungefähr so groß, wie man selbst ist, das heißt, sagen wir 1,70 Meter, und ich trage den jetzt, dann wird er sich wupp, schön nach unten ziehen. Und im schlimmsten Fall hat man keinen 1,70 Meter Schal, sondern einen 3,40 Meter Schal. Das muss man bedenken. Wenn man daraus einen Pulli strickt und man strickt den, keine Ahnung, bis zum Hüftknochen ungefähr runter, dann kann es sein, dass der einem irgendwann bis unter den Hintern geht. Genauso mit einem Cardigan. Ich habe einen Cardigan, der ging mir mal bis unter den Hintern. Mittlerweile geht mir der bis zu den Knöcheln. Ich finde es gut. Ne? Ich mag das gerne. Diese XXL-Dinger finde ich cool. Auch Schal und so ist alles fein, man muss es halt nur vorher wissen.
Und demnach, das ist einfach, ne, deswegen finde ich, ist das jetzt nicht so mega Anfänger geeignet, weil man sowas halt drumherum wissen muss. Zweites Ding ist, man sieht nicht, was man strickt. Ja, also ihr strickt nur rechte Maschen, ihr seht aber nur linke Maschen. Ich finde, das ist am Anfang sehr, sehr schwer. Gerade wenn euch mal irgendwann eine Masche flöten geht oder ihr einen Fehler macht, ihr seht das nicht unbedingt. Und das macht das meiner Meinung nach nicht unbedingt zu einem Anfänger geeigneten Muster. Jetzt gehen wir jetzt von dem Superfall aus, ihr macht keinerlei Fehler und strickt das ganze Ding hoch, einwandfrei. Würde ich sagen, Anfänger geeignetes Muster auf jeden Fall, aber ne, beware of the mistakes. Wenn ihr welche macht, habt ihr ein Problem. Also, Krausrecht ist ein wunderschönes Muster, was man für wirklich sehr viel anwenden kann. Es ist leicht zu stricken. Es ist optisch definitiv ein Hingucker. Es hat halt seine Tücken. Versucht euch gerne dran. Macht wunderschöne Stricksachen draus. Ich freue mich. Schickt sie mir immer sehr gerne. Also wenn ihr was Schönes macht, ich freue mich total. Schickt sie mir irgendwie über Instagram. Ich weiß nicht. Und ansonsten wünsche ich euch super viel Spaß beim Stricken.